der nicht vielleicht anrufen, durchschellen können? Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Morden die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Ashley Williams. Sie ist auf Horizon stationiert. Mein letzter Stand ist, dass Ash bei der Allianz war. Was macht sie in dem Terminus-System? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn sie Chief Williams schicken, muss es was Großes sein. Vielleicht sollten sie das mit ihr klären. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Naja, wir werden nicht sofort aufbrechen, ich will wenigstens noch den Kroganer rausholen. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Ah, und was? Fragezeichen? Okay, das ist jetzt wirklich die beste Zwischensequenz gewesen. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Ende. Super. Alter, ich will jetzt nicht sofort auf den Boden runter. Hoffentlich kommen wir noch mal kurz ins Schiff. Och, Männö. Ich will jetzt noch gar nicht loslegen. Naja, noch ist nichts los Lilith, da unten. Wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Ich würde mal sagen, die Kollektoren. Ja. Bringen Sie alle in den Schutzraum. Beeilung. Ich gebe Ihnen Deckung. Los. Alter. Irgendwie friert gerade alles ein. Heilige Scheiße. Die Kollektoren. Auf die hässlichen Bratzen sollen wir gleich schießen? Kein Problem, das kriegen wir hin. Übernehme Kontrolle. Alter, was ist das denn da? Wir sind die Vorboten ihrer Perfektion. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor.
Ihr seid, wenn überhaupt, der Untergang, aber wir sind eher der Untergang für euch. Ich will jetzt da noch gar nicht runter. Wir nehmen dich mit. Jack auf jeden Fall. Jacob. Ja, komm, Gavus. Da können wir nochmal zurück. Beenden. Oh Mann. Egal, wir können es auch im Gruppenmenü noch machen. Ich wollte eigentlich nochmal kurz Morden mitnehmen anstatt Gavus, aber egal. Ich werde jetzt sowieso, glaube ich, dann erstmal eine Aufnahmepause machen. Die Mission werde ich eventuell nachher, eventuell morgen machen, je nachdem. Weiß ich noch nicht genau, muss ich sagen. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Ja, und wir sehen uns dann morgen in einer neuen Folge Mass Effect 2. Bis dahin, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ja, noch immer in derselben Folge wie vorhin. Und wir sind allerdings heute mit einem Grafikmod am Start. Das heißt, ja, ihr solltet jetzt theoretisch hier die Charaktere in etwas höheren Auflösung sehen. Ich muss mal ganz kurz noch den Timer für die heutige Folge starten. Und ich höre mich, finde ich, gerade sehr gedämpft an, muss ich sagen. Ich hoffe, das kommt bei euch gleich ein wenig besser rüber. Wir starten jetzt einfach mal, notfalls vertone ich natürlich nach. Ist doch klar. Wir sind am Boden. Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Klingt ja vielversprechend. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Freue mich aufs Wiedersehen, falls Sie überleben. Gabriel spricht genau das aus, was ich denke. Okay, scheint zu funktionieren. Aber hier sind Gegner. Ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht zu weit vorrücken. Und den leicht Ziel werden, Alter. Alter, was halten die denn aus? Alter. Brauch einen Schuss, um das Schild von den Kleinen zu kriegen, oder was? Und das mit der Sniper. Perfekt. Das hat gesessen. Oh, jetzt noch mehr. Das wären die letzten gewesen. Das müsstet ihr ausbremsen. Okay, versucht die mal zu flankieren. In den Arsch rein, aber der hat aber ein zweites Arschloch. Alter. Okay, so geht's auch. Alter. Okay. Ja, da ist der Lick noch. Perfekt. Okay, jetzt sollte es das gewesen sein. Alter. Die stecken ganz schön was ein. Das muss man ihnen lassen. So, ich hoffe, mein Mikro läuft jetzt. Ja, gehe ich einmal von aus. Ich höre gleich einfach mal rein, wenn wir hier durch sind. Ups, falsche Taste. Ich bin dabei. Ja, Muni ist mal wieder am Start. So, haben wir sonst noch irgendwas hier übersehen? Ich glaube nicht. Gut. Ich glaube, ich wechsle mal vorsichtshalber auf die hier. Und ein Datenpad. Das übernehmen wir doch mal. Ja, welches ist denn das? Orange mit so einem Grün in der Mitte. Das kann nur das sein. Eieiei, jetzt habe ich nicht so die Zeit darüber zu gucken. Nee, das ist es nicht. Das wird sein. So, hätten wir doch schon mal geschafft. So, und wir müssten gleich... wenn wir eine Stunde... wenn wir jetzt die Folgen voll haben, dann mache ich mal kurz eine Pause. Um zu gucken, ob wir doch tatsächlich jetzt Mikro vernünftig hört oder nicht. Die Kollektoren stören die Kommunikation. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Na, das wird ja spaßig. Alter. Oh, ich sehe da schon wieder so einen Schweinehund. Ich hab da doch schon wieder ein... Alter, was ist das denn? Alter, was war das? Das war doch kein normales Vieh. Alter,
Das müsste sie ausbremsen. Wer schaltet mir denn hier mal die Schilder aus? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Sind das Hass? Jo. Alter, ich hasse diese Scheiße. Okay, da müssen wir mal doch wechseln. Alter, was machen die Hasts hier? Alter. Perfekt. Ich dachte, die wären wir im ersten Teil losgeworden. Alter. Ich hab Schiss. Aber der ist schnell platt. Verdammt schnell. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Ja. Meines Wissens nach hatten die Geth diese Technologie von der Sovereign. Scheiße. Der Unbekannte hatte also recht. Die Kollektoren unterstehen den Reapern. Damit lässt sich was anfangen. So scheint es zu sein. Hautgewebe, okay. Ja, Alter, 5 Minuten gerade mal Spielzeit, ja, und schon geht's hier fett zur Sache. Sehen zur Hälfte menschlich aus. Jetzt wissen wir wohl, was aus den Kolonisten geworden ist. Nein, die Geth haben ihre Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um Husks aus ihnen zu machen. Aber wir haben keinerlei Pfähle gesehen. Die Kollektoren müssen die Husks schon gehabt haben. Die lebenden Kolonisten brauchen sie für was anderes. Die Kollektoren führen bestimmt irgendwelche Experimente an den Kolonisten durch. Was sie wohl vorhaben? Klingt fast noch schlimmer als das, was Cerberus mit mir gemacht hat. Das werden wir rausfinden, wenn wir sie aufhalten. Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Wie Sie meinen, Boss. Naja, wir werden zumindest freudig versuchen, schätze ich mal. Ich hoffe, wir werden Erfolg haben. Friedlich. Normalerweise brauche ich jede Menge chemischer Mittelchen, um so... Die ganzen leeren Gebäude. Irgendwie beunruhigend. Ja. Kann ich dem gleich auf einmal die Lichter ausknipsen? Ja, das war die Bestätigung, ich kann. Hallo Leichen! Ach, die mit den Schilden hasse ich. Alter! Was ist das denn für ein Scheiß? Alter! Nichts kann mich aufhalten! Einmal schnell Schild regenerieren. Alter, was haben die für eine Waffe da? Muss irgendwie Munition finden, die verdammt. Ah, da ist er schon. Okay. Alter, was macht der Schatten da? Okay, war nur ein Bug. Gut. Oh, ah, okay, das aber nicht. Das ist aber leider kein Bug. Komm schon, lad nach, Shepard, endlich. Betäubungsschuss bereit. Okay, das sollte den... erstmal den Rest geben. Da oben sind die ersten Eingefrorenen. Heilige Scheiße, muss ich mal sagen. Das sind doch die Dinger, in denen die weggebracht haben. Was hier wohl wieder los ist, ey. Alter. Scheiß die Wand an. So, wir können hier aber auch nichts untersuchen oder sowas. Also, Medigel nehmen wir natürlich dankend mit. Da können wir nicht drüber springen, was natürlich sehr shitty ist. Okay, also wir müssen oben her. Dann werden wir da jetzt mal hergehen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Heilige Kacke. Hier habe ich Blitzmunition wieder drauf. Das passt eigentlich. So. Dann sammeln wir doch immer freudig wieder alles ein, was wir finden können. Zack, mit dann nehmen. Und das sind die ersten eingefrorenen Kolonisten in Stase. Sieht nach einer Art Stasefeld aus. Die Opfer sind hilflos, kriegen aber alles mit. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Ah, eine von den Waffen. Kollektoren Plasma, Partikelstrahler erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Shepard, okay. Jetzt haben wir auch so ein Ding, das könnte spaßig werden.
Okay. Es gibt jede Menge Upgrades gerade. Ich ahne nichts Gutes. Aber ob sich das bewahrheitet, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ja, da wird gerade eine Menschenkolonie überfallen, die nicht mehr zum Allianzsektor gehört. Und wir sind auch schon am Start. Aber nicht wie gewohnt, sondern heute mit HD-Texture-Pack. Wo ich sagen muss, das macht deutlich mehr her mit Mass Effect, wenn die Charaktere ein bisschen schicker aussehen. Und ja, wir sind auch nicht alleine her, sondern wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, dass Ashley Williams, die ja hier auch auf dem Planeten ist, bereits im ersten Teil vertreten war. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir sie noch wiedersehen werden. Genau kann ich das auch noch nicht sagen, weil wir schlagen uns ja gerade noch mit den Kollektoren rum. Ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ich hoffe ihr auch und wir sehen uns dann morgen wieder um 17 Uhr zu Let's Play Mass Effect 2. Bis dahin, tschüss.